Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Geek111 und ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage mit euren Freunden und der Familie, seid richtig gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe mich ja ein bisschen rar gemacht über die Feiertage, wie ihr gemerkt habt, hat einfach den Hintergrund, ich brauchte auch mal eine Runde Urlaub und außer ein bisschen Instagram, Facebook habe ich eigentlich fast nichts gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber dafür gibt es vieles Neues im Jahr 2018. Ich habe neues Kamera-Equipment angeschafft, um die Qualität noch besser zu machen, als die ich schon bisher geliefert habe. Gebt mir dafür ein bisschen Zeit, ich habe eine neue Kamera und muss mich da erst ein bisschen einarbeiten. Ich hoffe also, die Qualität ist für euch jetzt schon mal in Ordnung und ich werde versuchen, sie natürlich mit der Zeit immer weiter zu steigern und zu verbessern. Und demzufolge habe ich noch so einiges vor und ich dachte, wir starten das neue Jahr direkt mal mit etwas Größerem und zwar mit einem Unboxing, aber nicht so einem kleinen knickrigen, sondern, pass auf, seht ihr das? Das hier ist ein Saugroboter und wir haben schon einen, der hier kommt aber aus dem asiatischen Raum und zwar von, könnt ihr es erkennen, na, was ist es? Xiaomi, richtig. So, und da möchte ich mir mal ansehen, wie der Saugroboter von Xiaomi so läuft und was da so drin ist. Wie gesagt, wir haben schon einen, brauchen aber sowieso oder brauchten eh einen zweiten und da habe ich mir gedacht, komm, teste doch mal aus, was Xiaomi außer Smartphones denn noch so kann. Und das ist dieser Saugroboter, der daraus entstanden ist. Die Lieferzeit war unfassbar lang. Also ich glaube, in dem Lager stand oder beim Bestellen stand dabei, er wird aus Europa geliefert innerhalb von 10 Tagen. Ja klar, war angeblich auch auf Lager. Ich glaube, es hat alleine 10 Tage gedauert, bis ich die Nachricht bekommen habe, dass er dann geliefert wird. Und ich glaube, nachdem ich die Versandbestätigung bekommen habe, habe ich jetzt so ungefähr 4 Wochen gewartet, bis das Paket tatsächlich hier war. Eine Tracking-Nummer zum Verfolgen des Pakets gab es auch nicht. Ich hatte schon fast befürchtet, das Ding ist einfach weg. Aber es ist angekommen und das werde ich jetzt mit euch mal auspacken. Richtig viele Details dazu gibt es dann hinterher im Review, falls ihr eins sehen wollt. Ich mache jetzt erstmal das Unboxing mit euch. Wir gucken uns mal an, was in so einem Paket drin ist und was für einen Ersteindruck eigentlich so ein Saugroboter von Xiaomi macht im Vergleich zu dem, was es so in Europa gibt. Und ja, wenn ihr Bock habt auf einen Review dazu, dann sagt mir doch mal Bescheid. Und dann mache ich auf jeden Fall auch noch ein Review dazu, aber jetzt packen wir es erstmal aus. Wie immer, gleich geht's los nach dem Intro. Bleibt dran. So, da sind wir wieder auf meinem frisch geputzten, nicht geputzten Boden, muss ich sagen, leider Gottes. Da ich hier noch mitten im Umbau bin, aber trotzdem dieses Video jetzt machen wollte, sieht es hier ein bisschen, naja, aus. Ich hoffe, ihr habt ein Nachsehen. Wie sich das in Unboxing-Manier gehört, gucken wir doch mal um das Paketchen herum. Auf der Front, seht ihr, haben wir den Xiaomi-Schriftzug inklusive dem Logo und wahrscheinlich steht da unten Xiaomi. Man weiß es nicht genau, jedenfalls ich nicht. Wenn ihr es lesen könnt, sagt es mir. Hier oben dann noch ein paar allgemeine Hinweise zum Thema. Man sollte nicht drauftreten, es nicht im Regen stehen lassen. Es ist zerbrechlich, was da drin ist. Hier, wo oben ist und so weiter und so fort. Wie man es eigentlich auch aus Europa kennt. So, dann gucken wir mal auf diese Seite. Hier ist nur ein lustiger Sticker, auf der auch alles in Japanisch steht, beziehungsweise Chinesisch. Auf der Vorderseite seht ihr schon mal angedeutet wenigstens mal, was da, meine Güte, das ist aber ein anstrengendes Unboxing, merke ich jetzt schon, was da drin ist, nämlich ein Saugroboter, schon mal so grob angedeutet, wie er aussieht. Auf der anderen Seite nochmal das Xiaomi-Logo, wie ihr seht, und Hinweise, wo oben sind. Das war's. Und unten sind auch nur Sicherheitshinweise. Ich habe das Teil jetzt mal hingelegt und hole euch mal ein Stückchen näher ran, würde ich sagen. So, dann wollen wir das Päckchen mal hier hinlegen. Und da stand ja, es geht hier vorne auf. Das machen wir glatt mal. Zack. So, und ta-ta-ta-ta. Das sieht man dann im Inneren. Hier ein schickes Xiaomi-Verpackungsdingens. Ich tippe drauf auf, ja, super. Das ist die Betriebsanleitung. Was ein Glück auf Japanisch, Chinesisch, da verstehe ich ja
zum Glück alles nicht. Gut, tun wir das mal weg. Ich denke, ich muss mich dann mit den Bildchen anfreunden. Das muss dann wohl reichen. Dann gucken wir mal hier. Oh, links rein, da ist ein Karton drin schon wieder. Und den machen wir auch mal eben auf. Und gucken wir mal, was da so drin ist. Aha. Eine Kiste. Ah, genau. So, ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil es alles so groß ist. So. Was seht ihr da? Ganz einfach, das ist die Ladestation, würde ich jetzt mal tippen. Jedenfalls, sieht auf jeden Fall so aus. Ich packe die mal beiseite, denn der kleine Kollege fährt auf jeden Fall immer automatisch auf seine Ladestation. Das war mir persönlich sehr wichtig, denn ich wollte nicht, dass man das Ding irgendwie immer ständig selber laden muss oder sich darum kümmern muss. Hier ist dann auch das Kabel dafür und wie ihr seht, mit dem nicht deutschen Stecker. Der ist aber noch nachträglich dabei geliefert, den habe ich da hinten liegen, also so ein Adapter. Oh cool, kämmen kann man den kleinen auch. Ich denke mal, das ist, um die Bürsten unten drunter sauber zu machen. Ich packe das mal weg, das auch. Gucken wir mal rein, ob hier sonst noch was in dem Karton ist. Sieht aber nicht so aus. Zack, packen wir das beiseite. Hier ist auch noch mal eine Erklärung. Hier muss ich mich dann, wie man es halt verkabelt, auch da muss ich mich dann eher an die Bilder halten. Und da ist das schicke Teil. Ihr seht, in einem schmucken Weiß. Ich bin mir nicht sicher, wie lange der so weiß bleibt, weil irgendwie, wenn er hier so rumfährt, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, ist das ein bisschen schwierig. Aber wir probieren mal oder schauen mal. Ich hole den mal da raus. Zack. Oh. Gar nicht so leicht, der Kollege. Ich muss jetzt mal leider hier den ganzen Krimskrams beiseite schmeißen. Und da ist er. Das ist der kleine Xiaomi-Saugroboter. So sieht er aus. Ich würde sagen, wir befreien den mal von seinem ganzen Plastik. Das ist ja nicht gut. So sieht er aus. Ich muss sagen, optisch macht er richtig was her. Und jetzt sieht man auch schon so ein bisschen, wo hier ja vorne ist und hinten. Das hier ist jetzt nämlich hinten. Und was ihr hier sehen könnt, ist quasi, also hiermit orientiert sich der kleine Kollege. Da sind Sensoren drin. Damit findet er dann nämlich hinterher auch seine Station zum Laden. Und hier hinten seht ihr diese Streifen. Damit fährt das Teilchen dann hier an diese Streifen dran und wird dadurch dann geladen. Oben ist er in so einem schicken, ja, Klavierlackweiß, würde ich sagen. Knöpfe gibt es nicht viele. Ihr habt an, aus und nach Hause vom Prinzip her. Und hier vorne dürfte dann wahrscheinlich auch noch ein Sensor sein oder ähnliches. Und ich drehe den jetzt mal um für euch, damit ihr auch seht, wie sowas von unten aussieht. Meine Güte, da wird mir direkt ganz schön warm. So sieht ein Saugroboter von unten aus. Er hat zwei Räder, mit denen er fahren kann. Diese sind angetrieben, getrennt voneinander. Das hier ist einfach nur, damit er ja stabil im Kreis fahren kann. Das, was ihr hier seht, sind Sensoren, damit Treppen und Absätze erkannt werden. Das heißt also, er fällt nicht die Treppe runter. Jedenfalls sollte er das nicht. Und das hier ist quasi die kleine Mini-Saugeinheit, die sich dann dreht und den Schmutz für euch einsaugt. So, irgendwo muss aber auch eigentlich noch der Müll rein oder raus. Mal gucken, wo das ist. Zack. Mein anderer Saugroboter hat das irgendwie hinten. Ah, hier ist das ein bisschen anders. Ich drehe nochmal. Ja. Entschuldigt, wenn ich immer so zwischendurch in die Kamera reingreife oder in euer Sichtfeld, aber es geht nicht anders. So, da habt ihr den Staubbehälter, dann kann man hier so drauf drücken und hier sammelt sich dann der ganze Staub. Hier ist auch ein kleiner HEPA-Filter drin, das heißt also, das Ganze ist auch allergietauglich, nenne ich es jetzt mal. Und hier seht ihr auch wieder die Beschreibung, man soll das Ding rausnehmen, dann kann man das Kläppchen aufmachen. Ich mache das mal eben.
wenn es denn geht. Nach vorne. Ah, ihr zieht hier nach vorne auf und dann könnt ihr das einfach so in den Mülleimer kippen und wieder verschließen. Dann kommt das gute Stück wieder da rein und das war's. Oh, man kann den auch per Wi-Fi anbinden. Seht ihr das? Da steht Wi-Fi. Das muss ich mir glatt mal angucken. Vielleicht kann ich den ja mit dem Smartphone steuern. Das wäre ja großartig. Ich würde sagen, ich baue das Ding jetzt mal auf und ihr bekommt jetzt noch ein paar Aufnahmen von mir, wie das Ding im Detail von allen Seiten aussieht, wo ich mal nicht da reingreife. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. Das soll es auch schon von mir gewesen sein, von meinem großen Unboxing. Ich habe jetzt mich noch ein bisschen mit dem kleinen Teilchen beschäftigt und kann euch schon sagen, es ist gar nicht so einfach, wie viele behaupten, das Teil einzurichten, denn man muss mit dem Smartphone eine Verbindung zu dem Saugroboter herstellen, was jetzt grundsätzlich per WLAN erstmal einfach klingt, funktioniert aber nicht so einwandfrei mit jedem Handy, habe ich festgestellt. Dazu aber vielleicht in einem Review mehr. Ich lasse das Ding jetzt erstmal hier ein bisschen kreisen und schau mal, wie es sich so macht und würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und abonniert mich auch gerne. Und wenn ihr ein Review zu dem ganzen kleinen Staubsaugergedöns sehen möchtet, dann einfach in die Kommentare schreiben oder auch Fragen reinschreiben, wenn ihr möchtet, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich werde versuchen, euch alle Infos zu geben und ich würde sagen, das war's von mir. Bis bald, euer Gigant-Elf. Ciao.